Champagner ist nun wirklich kein Luxus. Diese französische Limonade ist Grundnahrungsmittel. Wäre gemütlicher mit allen, wenn man zusammen Alkohol trinken könnte. Nur Wasser trinken kann man ja nicht und schon gar nicht aus der Leitung. Kann ich ja gar nicht beurteilen, weil ich ja immer trinke. Wie wäre es, wenn ich nicht trinke? Also, das möchte ich gar nicht wissen. Den Sieg hätte ich natürlich am meisten mir gegönnt, ja? Und am wenigsten den anderen. Und wenn ich nach dem Gefühl gehe, nach dem Herzen, dann würde ich schummeln für Tobi. Für den Mr. Love, für unseren... Geh an dein Hirn und denk wirklich drüber nach, bevor du deinen Mund aufmachst. Ich will dich f***en nicht sehen. Solche Menschen wie sie in meinem Umfeld haben möchte. Niemals. Jetzt hätte ich Lust auf Wein, nachher vielleicht auf Bier, immer auf was anderes, dann auf Gin Tonic, Champagner, sonst was. Ja. Am meisten trinke ich eigentlich Champagner. Ja. Oder Roséwein trinke ich auch gerne. Rosé, Champagner, ehrlich. Prosecco ist schön leicht im Sommer und ein bisschen Eis dazu. Ja, ja, ehrlich. Ja. Jetzt eine Flasche Moët. Ja, ich liebe das, ja. Och, ja. Es wäre einfach Genuss und sonst gar nichts, ne? Was es sein soll. Yogi Löw, der Veranstaltung, ja? Und muss das von der Bank aus sehen, dass das alles strategisch richtig läuft. Nicht so toll gefühlt wie hier auf dieser Couch. Abgesehen davon, dass das freut nicht, mich sehr, dass Claudia. Die Verköstigung nicht so doll ist. Aber ja, ja, das ist ja jetzt bitte nicht auf unsere Obstkörbe zu sprechen. Maske on. Ich sagte, Show must go on, bis ich eine Etage tiefer liege. Natürlich. Der Rube muss rollen und die Show. Oh my, 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 oh my. Nach dem Sieg verdienst du ihn, nach der Niederlage brauchst du ihn. Es gibt nichts Schöneres, als im Pool zu dümpeln und ein kleines Schlückchen zu nehmen. When I fuck, I fuck. Genau, mit ihrer Modekollektion. Mann! Ja, man hört sie im ganzen Haus, diese keifende Nada. Ach, jetzt hat die an die Tür geklopft. Ja, ein Glas Mojito parat, wohlbemerkt, es ist 10 Uhr morgens. Wo ist mein Gewehr? Fuck you. Ich muss und ich darf nicht und ich muss das und jenes. Ich meine, ich bin doch hier nicht Kasanier. Ich kann nicht mehr ein Brötchen kaufen gehen in Hamburg, ohne dass mich jemand fotografiert. Jetzt geht's los. When I fuck. Danke für diesen schönen Morgen. Danke für diesen schönen Tag. Also auch nie gedacht, dass sie überhaupt den... Dann sagt er, ich höre noch mehr, Frau. Ich höre, ganz ehrlich, ich will meine Ruhe. Ich will nicht mehr drüber reden.